Sie ist eines der bedeutendsten städtebaulichen Projekte des 19. Jahrhunderts und wird das Wiener Stadtbild maßgeblich wie kein anderes Stadtentwicklungsprojekt beeinflussen. Die Wiener Ringstraße. Schon seit dem 13. Jahrhundert umgibt eine Stadtmauer Wien, die nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 48 stark ausgebaut und ein Glacis zur Verbesserung der Verteidigung angelegt wurde. Dieser etwa 450 Meter breite Wiesenstreifen verhinderte jedoch nicht, dass in den davor gelagerten Gebieten mehr und mehr Vorstädte entstanden. Diese wurden schließlich 1850 eingemeindet, wodurch das Glacis sowie die mittlerweile militärisch vollkommen untaugliche Stadtmauer dem Stadtwachstum im Wege standen. Daraufhin entschied Kaiser Franz Josef am 20. Dezember 1857 die Schleifung der Befestigungsanlage sowie die Anlegung der Ringstraße. Die Abbrucharbeiten und teilweise notwendigen enormen Niveauanpassungen fanden zwischen 1858 und 1874 statt, währenddessen bereits schon die ersten Gebäude entstanden. Die erste große Baustelle war die Votivkirche. Mehr dazu gibt es in diesem Video. Der jedoch erste fertiggestellte Prachtbau war die Wiener Staatsoper im Jahr 1869, die somit heuer 150 Jahre Jubiläum feiert. Finanziert wurden die staatlichen Repräsentationsbauten durch den Verkauf einer Vielzahl der frei gewordenen Grundstücke über den dafür geschaffenen Stadterweiterungsfonds. So errichteten sich viele Adelige und Privatinvestoren ihre Palais und sonstige Gebäude, vor allem an den Enden der Ringstraße. Je weiter man in Richtung Mitte des Straßenzuges gelangt, desto mehr nehmen die Repräsentationsbauten zu. Im Zentrum liegt das nie vollständig vollendete Kaiserforum. Mehr dazu in diesem Video. Die festliche Eröffnung der Ringstraße fand am 1. Mai 1865 statt, zu dessen Zeitpunkt jedoch viele Gebäude noch gar nicht fertiggestellt, geschweige denn begonnen wurden. Der Architekturstil der Bauten entlang des Boulevards erhielt sogar seinen eigenen Namen, der Ringstraßenstil als eine der ausgeprägtesten Formen des Historismus. Allgemein versteht man darunter den ganz gezielten Einsatz der Formensprache einer bestimmten Epoche als bewusste Referenz zur Nutzung des Gebäudes. So ist das neugotische Rathaus ein Bezug auf das Bürgertum im Mittelalter. Die Universität im Neorenaissance-Stil eine Referenz zu den aufkommenden Wissenschaften und dem Humanismus in der Renaissance. Und die neubarocke Hofburg bezieht sich auf die Hochzeit des Absolutismus und des Königtums im Barock. Die Ringstraße ist in 9 Abschnitte unterteilt. Der Schottenring führt vom Donaukanal bis zum Schottentor, auf dessen Abschnitt sich der Ringturm aus den 50er Jahren und die historische Wiener Börse befindet. Am anschließenden Universitätsring sind die Universität Wien, das Rathaus und das Burgtheater anzutreffen. Der nur ein Block lange Dr. Karl Renner Ring ist Adresse für das Wiener Parlament. Der folgende Burgring beherbergt das Natur- und Kunsthistorische Museum sowie die neue Hofburg. Wie der Name es schon verrät, beinhaltet der anschließende Opernring die Wiener Staatsoper. Der nächste Abschnitt wird Kärntner Ring genannt und endet am Beginn des Schwarzenbergplatzes. Weiter geht es mit dem Schubertring, gefolgt vom Parkring, mit dem an der Peripherie angrenzenden Stadtpark. Das Ende bildet der Stubenring mit dem ansässigen MAG sowie der Universität für angewandte Kunst, gefolgt vom ehemaligen K&K Kriegsministerium und der gegenüberliegenden österreichischen Postsparkasse. Diese beiden letzten Gebäude sind auch jene, welche als letztes fertiggestellt wurden und den Übergang des damals schon überholten Historismus des Ministeriumsgebäudes von 1913 zur Moderne durch das Jugendstilgebäude von Otto Wagner aufzeigt. Den Abschluss des Ringes bildet der schon bestehende Franz-Josefs-Quai. Ein Repräsentationsbau, nämlich das Ringtheater am Schottenring, ist heute aufgrund eines verheerenden Brandes 1881 nicht mehr vorhanden. Danach ließ man hier das Sühnhaus errichten, welches im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. An dessen Stelle wird dann die ebenfalls im Krieg zerstörte Wiener Polizeidirektion auf diesem Grundstück neu errichtet. Da es sich beim Ring um einen prächtigen Boulevard handeln sollte,
wurden die Lastfuhrwerke über die parallel geschaffene Laststraße verlegt. Heute ist diese als Zweierlinie bekannt, da hier bis 1980 die Straßenbahnlinien E2, G2 und H2 verkehrten, die dann durch die U2 ersetzt wurden. Entlang dieses Straßenzuges sind ebenfalls einige bedeutende Gebäude errichtet worden. Hierzu zählen die Rosauer Kaserne, die Votivkirche, der Justizpalast, das Volkstheater, die Akademie der Bildenden Künste, der Karlsplatz mit der ansässigen Sezession, dem Künstlerhaus sowie dem Musikverein und das Wiener Konzerthaus. Lange konnte sich das Konzept zur Fernhaltung des Individualverkehrs am Ring nicht halten. So wurde 1928 die Errichtung der ersten Wiener Ampelanlage bei der Oper notwendig. In den 50er und 60er Jahren wurde dann sogar der stark anwachsende Autoverkehr unterstützt. In diesem Zuge wurden die Operpassage, die Passage beim Schottentor, die Bellaria-Passage, die Albertiner-Passage sowie die Babenberger-Passage zur Verlegung der Fußgänger in den Untergrund errichtet, um den motorisierten Verkehr zu beschleunigen. In den 90er Jahren wurde dieses veraltete Konzept wieder geändert und erneut Fußgängerübergänge geschaffen, sowie jene Passagen, die keine U-Bahn-Zugänge besitzen, gesperrt oder umgenutzt. Es gibt jedoch zahlreiche Events, bei denen die Straße für den Individualverkehr gesperrt ist. Dazu zählen Demonstrationen, Paraden, der Vienna City Marathon und vieles mehr. Insgesamt kommt es dadurch zu etwa 100 Sperrungen der Ringstraße jährlich, was auch regelmäßig kritisiert wird. Zudem ist zu sagen, dass darunter auch einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel Rasen am Ring, stattfinden, wo gerade gegen den dauerhaften Autoverkehr am Ring demonstriert wird. Die Wiener Ringstraße ist ein Teil des Weltkulturerbes Historisches Zentrum von Wien und steht daher unter einem ganz besonderen Schutz. Warum die UNESCO dieses Welterbe jedoch in Gefahr sieht und es deswegen auf die rote Liste gesetzt hat, ist ein Thema für ein anderes Video.